Ja, und somit ein herzliches Willkommen da bei Kuhmann. Let's Plays auf Schweizerdeutsch natürlich. Ja, vielleicht auch Let's Streams. Wir wissen nicht genau, wie wir es definieren sollen. Ich tue da gerade kurz ein bisschen Hintergrundmusik einstellen, damit wir da entsprechend noch eine frisch und fröhlich könnt, gerade direkt auf Minecraft übergehen. Ich habe so Lust zum Minecraft spielen, das glaubst du gar nicht. Es ist aber auch Ewigkeiten her. Ewigkeiten her. Meine Damen und Herren. Aber warte mal, das ist gar nicht das. Jetzt. Eins nach dem anderen, oder? Gut, dann machen wir für dich da mal das da weg und das da weg. So. Schöne Musik. The Last Guardian. Ich liebe das Game. So, wie ist die Kamera? Vielleicht ein bisschen kleiner machen, hä? Was machen wir da? Frontcam. Genügt vielleicht so. Sogar. Nicht, dass ich da zu viel von diesem interessanten Spiel wegnehme. Also von deiner Aussicht vor allem. Passt doch das Wunderbare gerade. Lassen wir es ein bisschen aufbauen. Ich liebe es. Minecraft. Geil. Ich bin wieder zurück. Ewig ist es her. Aber cool gewesen. Was wir bis jetzt alles geschafft haben. Ja, was für mich wirklich schon lange her ist, dass wir gestreamt haben, muss ich halt wirklich sagen. Es ist eher wieder da zu sein. Wir machen da mal einfach ein bisschen fleissiger weiter, als ich dazugekommen bin in den letzten Monaten. Es war schwierig gewesen, irgendwie mit der neuen Arbeitsstelle und alles drum und dran. Man hat ja sich wollen Mühe geben, alles drum und dran. Nicht, dass ich mir jetzt aufhören Mühe geben, aber es ist natürlich so. Das hat sicher immer noch Priorität, aber ich muss mich selber halt einfach ein bisschen straffer erziehen, kann man sagen. Und Minecraft halt wirklich wieder ein bisschen forcieren. Vielleicht ja so in dieser Stunde, wo ich nicht mehr arbeite und meine Frau immer noch. Ah, man weiss es nicht genau. Hey, schön bist du da. Jackie Place, hallihallo. Hey, schön hast du es zu mir gefunden da. Ich hoffe, es geht gut. Wie hast du es denn so? Gut, ich hoffe es gut. Mir geht es sehr gut von dem her. Und ja. Was haben wir denn sonst noch? Fragen? Gameshow? Samstag? Dabei? Ich habe Tickets. Ich habe die Erlaubnis, wieder mit der Kamera rumzulaufen. Ich finde das schön. Ah, danke vielmals für den Follow. Sehr nett. So. Und, erzähl, geht's dir gut? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch gar nicht gefollowt habe. Ja, schäm dich. Das ist eine Riesenschweinerei. Da haben wir vor einem Jahr, glaube ich, schon drüber geredet. Aber hey, macht nichts. Ich muss da hinten noch den Shuffle anlassen. Sonst spielt es da nur immer Sound vom gleichen Game. So. Wie ist eigentlich so Lautstärkeverhältnis? Meine Stimme versus Sound? Daumen rauf, Daumen runter, lachend Smiley, brüllend Smiley. Ja, cool. Ich freue mich jetzt schon. Ich hoffe, ich erkenne dich noch, weil mein Hirn, du weißt, ich bin ja ein bisschen von der älteren Garde da. Man weiß es nicht genau. So. Was haben wir da alles gemacht? Relativ viel. Ich glaube, wir springen gerade mal runter in die Schmiede. Wow. Da haben wir irgendwo noch Höhlen. Die Schmiede ist da, alles ist gut. Was haben wir denn so im Hosensack? Oh. Ja, warte, wir können das da wieder alles anziehen. Meine Sprung- und Rettungsrüstung. Doppelsmile, super. Danke vielmals fürs Feedback. Das ist sehr, sehr nett für die Unterstützung da. Es ist immer wieder cool, wenn ihr raus eure Zeit verbringt mit dem alten Sack. Genau. So, ich habe ja letztes Mal angefangen mit dem Projekt. Oder soll ich zuerst eine Hausführung machen? Wir sind ja wirklich schon lange nicht mehr da gewesen, eigentlich. Wir können einfach eine Hausführung machen, oder? Willst du Hausführung? Machen wir Hausführung oder nicht? Ja oder nein?
im Chat ihr schreiben, heute entscheidet ihr da draußen mit. Wahnsinn, oder? Ich gehe für das aber nochmal ganz kurz rauf. Falls ihr ja sagt, bin ich vorbereitet. Und der Chat ist immer noch still. Hoppala. Ja, also gut. Kriegen wir natürlich. Ich bin ja vorher mit meinen Dimensional Anchors runtergesprungen. Angefangen haben wir da oben. Das hier, mein Schlafzimmer. Wir kennen das am schönen Doppelbett und der Sternli dort oben. Die müssen natürlich sein für einen tiefen, gesunden Schlaf. Vielleicht auch gewisse Matratzen, aber das weiß man nicht genau. Genau. Und dann haben wir hier die Stube mit einer schönen Schmine, die ich hier in diesem komischen Lignite-Block quasi geformt habe. Ich hatte auch Angst, ich werde hier nichts verändern und will von diesen Blöcken keine mehr abschlagen, weil ich finde, sie ist noch passend. Da kann man da so ein bisschen drauf sitzen und kann da das Feuer anschauen. In der Nacht sieht es natürlich ein bisschen besser aus. He? I feel lonely hier im Chat. Ja, ich weiss, sind da noch nicht viele Leute da, viele Leute sind am Arbeiten, viele Leute müssen mich zuerst mal noch ein bisschen entdecken. Von dem her, wenn du auch so traurig bist über das, darfst du es gerne mal posten auf deinem Facebook-Account oder wo du Lust hast natürlich. Genau, gut. Also, komm, Hausführung, machen wir weiter. Gehen wir schauen. Da will ich irgendwie eine Küche bauen. Ich habe das mal so ein mit DecoCraft versucht, aber es überzeugt mich überhaupt nicht. Und ob es dann funktional aussieht und so, weiss ich auch nicht. Von dem her lassen wir das einfach mal. Gut, dann haben wir natürlich da einen Bereich, wo ich mir noch überlegen muss, was wir da machen. Sehr wahrscheinlich irgendwelche Apparaturen oder ich weiss es noch nicht genau. Da haben wir das Büro. Mit Braustation und was ist das? Mistcraft-Station. Ein PC natürlich zum Streamen. Musst du natürlich haben, oder? Da habe ich versucht, eine Wasserrutschbahn zu machen im letzten Stream oder in einem der letzten Streams. Aber es läuft noch nicht so, wie man das sich wünscht. Wir arbeiten noch ein bisschen dran. Ich muss da noch ein bisschen leiser machen, bei mir ist der Sound sehr laut. I feel lonely hier im Chat. Ja, das Problem kenne ich. Ah, no, ist halt so. Das ist natürlich auch ein Programm für gehobene Klasse, oder? Und die findet sich meistens nur schwer. Nein, Spaß beiseite. Gut, dann da ist es so ein bisschen der erste Raum, wo wir den ersten Backofen hatten und so. Da geht es dann raus in den Garten. Da haben wir so ein bisschen Garten für Potatoes natürlich, um sich ernähren. Da hinten haben wir noch so ein bisschen Brokkoli und was haben wir da noch? So ein bisschen Wheat natürlich, zum Brot machen. Und irgendwann habe ich dann gefunden, hey, das ist mir zu blöd. Ich mache das anders. Und zwar mache ich einen Automat. Habe eine kleine Industrie gebaut, ganz, also mit Betonung. Mit Betonung auf klein. Ah, warte, da sind wir da. Warte. Wie habe ich gar nicht so rauf? Ja, am besten über die Stege. Warte, eins rauf. So, was ist denn da? Haus ist mich. Gute Entscheidung, danke, finde ich ganz cool. Merci vielmals für den Host, Jackie Place. Jackie Let's Play, Jackie Place, ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Gut, auf alle Fälle da. Ich habe ja Lava und Wasser gebraucht, dann habe ich da einfach so einen endlosen Wassergenerator gemacht. Da habe ich so einen Tesseract, wo ich kann aus dem Nether direkt Lava abzapfen, wo dann daher geht. Da kann ich da so Obsidian und so Zeug selber bauen. Macht Sinn, oder? Kannst du nochmal Jackie sagen, geht schneller, Jackie. Also Jackie, machen wir es so. Gut, auf alle Fälle. Ja, wir haben da ein paar Automaten gebaut und haben da so eine Kiste. Die ist noch recht cool, musst du schauen. Da hat es immer so 4 Stacks Cheeseburger. Ich nehme einen weg. Oh, kommt ein neuer. Ja, das heisst, da kann ich mich richtig eindecken mit Nahrung, falls ich mal einen Ausflug plane. Und das läuft alles vollautomatisch da. Sehr geil.
gerade am Holzhacken da ist, gerade am Fällen. Und damit man das von oben beobachten kann, habe ich natürlich da noch einen Balkon machen. Da müssen wir den Boden noch fertig bauen und so ein bisschen die Wände und so. Alles in diesem Basaltstein. Und ja, ich muss dir sagen, bin ich fast ein bisschen stolz auf das da. Aber nur fast ein bisschen. Dann haben wir natürlich da eine kleine Enderperle gemacht. Mit, was sind das so da hinten? Wie heisst das Ding? Warte mal. Kriege ich es echt rein? Dimensional, wie heisst er? Dimensional Anchor. Genau. Und die tun so ein Feld 3 auf 3 ständig am Laufen behalten und ich bin auf dem Server. Und jetzt könnte man mal natürlich schauen, wie viele Enderperlen das ich kann. So, Ender. 4581. Das geht jetzt gerade noch knapp, oder? Aber, gell, da mit diesen Cheeseburger sehen fein aus. Aber gleich, also von dem her, Cheeseburger haben wir und alles drum und dran, Enderperlen auch. Was mir so ein bisschen fehlt, um weitere Travel Anchors zu machen, sind Diamanten. Und darum müsste ich da mal einfach schauen, wie sieht das Ganze aus da mit meinen Werkzeugen. Und vielleicht würden wir sogar wagen, irgendwo in die Tiefe von der Tiefe abzusteigen. Und ja, was soll ich sagen? Diamanten suchen. Ist halt so. Mittlerweile sind wir hier in der Schmiede angekommen. Da kann man Metalllegierungen schmelzen. Und die finden wir hier in diesen Fächern. Ist alles natürlich angeschlossen, als ME-System. Das sind so Travel Anchors. Da kann ich zum Beispiel an alle Orte her, wo Travel Anchors stehen. Wie im Zuchthaus zum Beispiel oder in der Kristallfabrik. Und da kann ich Kristall züchten. Da hinten haben wir dann ja, nochmal das ME-System, da zum Computerteile basteln. Das ME-System, das zeige ich dann gerade, das ist da auf der anderen Seite daheim. So. Dann müssen wir kurz in den Keller. So, aber keine Angst, ich beiße nicht. So, wo sind wir da? Gut. Das ist der Keller Nummer 1. Kommen wir noch weiter? Ah, da ist es. Gut, dann haben wir hier so ein Disc-Shelf gemacht und oh je, wir sind fast voll wieder einmal. Da laufen wir auf dem Roten, habe ich jetzt gerade gesehen. Das heisst, wir werden sehr wahrscheinlich bald nur rausnehmen und nicht mehr rein tun. Das heisst, wir müssen sicher Disketten bauen heute mal wieder. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, interessant. Für das brauchen wir, glaube ich, auch irgendwelche Kristalle, wo ich nicht mehr so viel habe. Und für das haben wir hier unseren Sicherheitsbereich. So, Fastplay LP kommt mit Begleitung. Herzlichen Abend, herzlichen schönen Abend heisst es natürlich. Schön, danke vielmals für den Host. Sprachlos, schon 2 heute Abend. Ehrlich? So, habt ihr besser. Also, und dann haben wir hier natürlich unsere Torenreihe, wo wir so ein bisschen Sachen gebaut haben. Und da kommen wir dann in die Höhlen runter. Da habe ich dann so ein unterirdisches Zauberstübchen bauen mit Bücherei und allem drum und dran. Da bin ich noch dran, um Bücher sammeln, dass wir das weitertreiben können. Dann da hinten sieht man das Mysterium, das blaue Wasser, das da aufgesogen wird und wo uns da immer Teile von unserem Verbauten, oh jetzt wäre ich fast runtergefallen, von unserem Verbauten irgendwie wegzieht. Da oben fällt, glaube ich, das Glas. Nein, das passt. Nein, das ist okay. Jetzt im Augenblick ist es gerade okay. Genau. Oh, Enderman haben wir umeinander. Das haben wir gehört im Hintergrund. Im Hintergrund? Genau. Ah, so. Yes, ey. Schön sind wir da. Ah, genau. Das haben wir mal gemacht. Und dann, was ich natürlich ganz vergessen habe, ich kann jetzt nicht go Monster jagen. Das machen wir nachher in den Höhlen. Wir haben da hinten noch etwas, was ich euch zeigen muss. So. Da haben wir natürlich unser Kraftwerk. Basiert auf Plutonium und Wasser. Und das. Ja, das bringt doch. Was bringt das schon wieder, glaube ich? 31 oder 32 Ticks.
Energie und mit dem kannst du eigentlich sehr gut einen Computer betreiben. Das macht relativ Spass. Was? Kennst du dich zufälligerweise mit Politik aus? Warte mal schnell. Nein. Politik, das ist mir suspekt. Aber ich weiß auch nicht. Also, ich möchte das einfach nicht da im Let's Play behandeln. Sondern, also wenn das wirklich eine ernsthafte Frage ist, Privatnachricht, weil das irgendwie, finde ich nicht Let's Play tauglich. Genau, gut. Hey, da ist eben die Industrie, oder? Mit dem Schmiedi hinten dran und alles. Da habe ich da so ein Glasgang gebaut. Das ist auch noch interessant. Das Tor ist End. Natürlich, ein Sand in Ether. Da habe ich da hinten so einen Gang durchgepuddelt. Da müssen wir alles noch sauber ausbauen. So wie da etwa. Und dann geht es da natürlich runter. Zu den Wasserrädchen und allem. So. Etwa mal ein bisschen gebaut da, he? Gut, auch da wieder so ein bisschen der industrielle Touch. Und da kann man da sagen, okay, da könnte man jetzt zum Beispiel runter. Ich könnte sagen, okay, da hat es Kohle. Vielleicht hat es auch irgendwie sonst noch etwas in der Nähe. Und dann buddeln wir uns doch einfach mal irgendwie so ein bisschen seitlich abwärts, oder? Ich finde, das ist cool. Aber ich, Dodge, habe noch etwas vergessen. So. Muss für ein Abo so ein Scheiß schreiben über Politik, aber der Lehrer das Thema los so ein Abo beitun. Ah, alles klar. Ja, nein, es tut mir schon ein paar leid. Politik, das ist Teufelszeug. Aber gern gleich wählen. Auch so. Auch wenn es nur ein bisschen Meinung vertreten ist. Aber wir dürfen nicht alles mit uns machen lassen. Egal. Gut, Themawechsel. Was haben wir sonst noch? Warte mal, jetzt muss ich da ganz kurz rüber. Ja, komm. Genau. So. Sondern, weil ich so geile Stiefel anhabe da, also nicht in echt, sondern da in Minecraft, ist es so, dass ich bei Stegen nicht mehr springen muss, sondern er nimmt die einfach so. Das ist recht komfortables Bauen, kann man sagen. Genau. Ja, und da hinten kann man ausbauen und da hinten kann man ausbauen und überall kann man irgendwie ausbauen da. Also 1000 Baustellen, oder? So, warte mal. Da können wir auch so da runter. So. Gut, also. Dann. Was haben wir da? Torch. 44, die nehmen wir sicher mit. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen wenig. Torch. Was haben wir denn da? Machen wir Shift, klicken wir es an. Machen wir 64. Nein, machen wir nochmal ein Stack. Ich weiß gar nicht. Ja, komm, kannst nie genug haben. Gut. Dann Hamburger 4 um 4, das ist okay. Brauchen wir sonst noch irgendetwas? Steinhacken. Pickaxe, Iron Pickaxe, nehmen wir nochmal eine mit. Iron, was haben wir da? Iron Shovel, machen wir vielleicht eine. Das habe ich jetzt eben gemeint. Wir können es immer zurück tun, weil das System voll ist. Aber ich muss zuerst Diamanten farmen, also go suchen, irgendwo. Und darum habe ich gedacht, was soll ich da? Soll ich da einfach mal schauen, wo wir herkommen? Es ist schwierig. Schwierige Entscheidungen. So, da unten kommt ja unser Sand. Sandtunnel. Aber wenn wir jetzt da würde sagen, okay. Er hat ja immer gesagt, es hätte noch irgendetwas umeinander. Jetzt gehen wir mal schauen. Das ist halt alles das, was wir freigeschaufelt haben. Also wenn du da vorne gehst, da unten hat es sicher noch irgendwie etwas. Da hat es auch irgendetwas, aber das ist glaube ich eher für aussen. Hm.
Ja, ja, was machen wir da genau? Ich sage das du. Ich glaube, wenn wir da buddeln würden, wollen, sollen, dann müssen wir vielleicht in die Richtung gehen da. Und dann tun wir da mal ein bisschen excavatoren und schauen, woher uns das bringt. Bis jetzt noch nicht allzu weit. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, meine Damen und Herren, ich persönlich, ich gehöre Skelett. Und wo Skelett sind, ist meistens auch noch, du weißt, irgendeine Höhle. Ah, interessant. Interessant, interessant. Also, jetzt haben wir da so eine Ader. Jetzt würde ich mal sagen, wenn wir auf der Karte schauen, dann, wenn wir jetzt in die Richtung graben, dann gehen wir Richtung See. Und wenn wir in die Richtung graben, dann nicht. Also, dann behaupten wir doch einfach mal, wir machen es so. So. Sammeln, sammeln. Dann nehmen wir da den Excavator wieder. So, dann haben wir da unseren Hammer. Der Allmächtige. So. Das ist wieder steinhart da. Vielleicht machen wir es dann so, dass wir würden sagen, da tun wir jetzt mal rumhämmerle. So, geht auf jeden Fall abwärts. Aber noch nicht so extrem, wie wir uns das vorgestellt haben. Und so machen wir das. Da kommt das Zeug gerade mit. So, immer schön Fackeln verteilen. Ich habe Angst im Dunkeln, weißt du? So. Dann nehmen wir das Werkzeug wieder. Hey, ich merke, ich habe Ewigkeiten nicht mehr gespielt. So, aber da hat es noch ein bisschen Zeug und da hat es noch ein bisschen Zeug. Sehr gut. So. Kommt aber gut. Wie sieht es denn da aus? Aha. Auf dem Weg. So. Auf dem richtigen Weg. Jetzt kommt sicher gerade der Durchbruch. Genau. Cool. Wie vorhersehbar, das Game doch ist. Ach, ich finde es gleich cool, wieder mal da sein. Also machen wir da Stegeli. Stegeli auf, Stegeli ab. Sehr cool. Aber da unten sind wir schon gewesen. Das bringt uns dann wohl nicht wirklich weiter. Aber wir nehmen heute alles mit. So. Cinnabar. Petroleum. Art. So. Buddle, buddle, buddle. Na komm. Es geht schneller, oder? So. So, da haben wir noch ein paar Erz und viel Stein. Sehr viel Stein.
Ah, und dann müssen wir mal etwas essen. Zum Glück haben wir Burgers dabei. Sehr gut. Gut. Also, würde ich sagen, machen wir weiter. Das ist immer das Zeichen, dass irgendeine Höhle oder etwas umeinander ist, geradeaus weiterlaufen, würde ich behaupten. He? So, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Oh, Iron. Iron nehmen wir mit. Das ist nämlich gut. So. Das auch noch. Gut. Da kommen wir jetzt her, dann würden wir in die Richtung weiterbuddeln. Irgendwie zeigt es mir ja, dass da noch irgendetwas kommt, oder? Außer wir wären da schon drin gewesen, oder? Ah, also dann sind wir von da gekommen und haben dann gemerkt, ah, da ist gleich nichts, oder sind wir von da oben gekommen? Ich weiß gar nicht. Müssen wir mal kontrollieren, he? Irgendwie, also machen wir da mal Stegeli. So. Wo sind da Fackeln? Rechts. Ja. Gut, da kommen wir zurück. Gut. Und wie sieht es da sonst noch so ein bisschen aus? Wenn wir da rüber würden gehen, also rechter Hand. Hm? Das wäre da. Machen wir mal abwärts. Ah, Zertus Quartz, sehr geil. Das ist genau das, was wir suchen, meine Damen und Herren. Was habe ich wollen? Gut. Also, klappt. Wo ist es? Da ist irgendwo ein Skelett. Außer wir treffen jetzt aufs Skelett in der neuen Höhle. Das könnte natürlich auch sein. Aber ich weiss, da einer kommt etwas. Aha. Alles klar. Habe ich nicht einmal einen unendlichen Bogen gehabt? Ich habe es gemeint. Ah, da sind wir jetzt also bei der Schlucht angekommen. Gut. Und da geht es natürlich dementsprechend weit runter, wie wir sehen. Aber wäre natürlich möglich. Dass wir das einfach überleben, wenn wir runterspringen, so wie es aussieht. Okay, dort hinten ist ein Zombie. So, warte mal. Nicht, dass wir da gerade offensiv reingehen. Creeper. Viel war gar nicht wirklich nicht da. Schade. Verdient hätte er einen. Ah. So, Ender. Geiles Hurenwerkzeug.
mal, ich muss mich da ganz kurz verstecken. Wegen. Wir müssen da mal ein bisschen aufräumen. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Ja, ja, und da kommen jetzt die alten Säcke da. Komm. Wo sind sie? Ah, da. Wo ist der? Der trifft sehr gut, hey. So, weg mit dir. So, die auch noch. Wo sind wir? Irgendwo ist noch ein Slimey. Wow, schau mal, was da alles hat, hey. So geil. Cool. Kleiner Feind hat sich gelohnt. Gut, haben wir. Was ist es? Aluminium haben wir zwar schon genug. Da ist noch mehr umeinander, eh? So wie es klingt. Hinter will er einen Murach, hinter der. Ah, ein Wasserfall. Wo ist er? So, weg mit dir. Wo haben wir noch einen? So. Wo ist der Slimy? Ich höre einen. Ich weiß genau, da ist einer umeinander. Gut, aber da unten hat es Rohstoff. So. Da hat es richtig Rohstoff überall. Jetzt müssen wir einfach noch Diamanten finden. Dann wäre das Glück eigentlich perfekt. Aber wir fangen auch mal so an. Von dem her. Die Kohle kann man nie genug haben. Wow, die Höhle, hey. Mit meinen Stiefeln locker. So, jetzt müssen wir da schön vorne alles abbauen. Zinn. Gut. So. Da vorne hat es irgendwie wie mehr Ressourcen gehabt, nicht? Sehr gut, alles mitnehmen. Aber Diamanten finden wir keine da. Da müssen wir noch ein bisschen weiter runter.
Und zwar... Die Tobe habe ich zugemacht, weil sehr wahrscheinlich Lava rausgekommen ist. Wie sieht es da aus? Sehr interessant. So, Karte. Wo bin ich? Da. Das heisst, da einer irgendwo, oder? Gut. Jetzt kann man da natürlich rüber. Da hat es irgendeinen Gang. Das sieht aber sehr nach eigenartigem Gang aus. Ich würde sagen Mine. Und da vorne hat es so ein bisschen Lava-Zeug. Das heisst, wenn ich eigentlich jetzt da wieder zurück würde gehen, rechts, links, rechts. Rechts. Links. Ah, da ist die Lava, hast du gemeint, hä? Oder mein Gedanke war natürlich, okay, Lava-Ebene würde bedeuten, wir haben vielleicht einen Diamantenfund. Aber anscheinend nicht. So. Da haben wir noch Salz und so Zeug. Gut. So. Gold. Zertusquarz. Sehr schön. Ja, ja, die nehmen wir mit. Die Wand nehmen wir mit. Gut. Oh. Wasser. Aber interessant. Lass mich mal einen Stein in die Hand nehmen. Andererseits Cobblestone. So, Wasser aufgehoben. Da oben ist es der wahrscheinlich noch. Schauen wir mal, was passiert. Keine Ahnung. Vielleicht versuchen wir jetzt dann auch gerade. So, aufnehmen können wir alles, das ist gut. Dann... Ein Zeug da. Gut. Dann sind wir da wieder voll natürlich. Dann hoffen wir, dass wir ein paar Sachen stacken können. Das wäre wirklich praktisch. Ah, das sieht schlecht aus. Aber gleich. Gut. Was für ein Thema? Haben Sie vielleicht auch schon in Abu gehabt? Ah ja, super, klärt ihr das, das ist perfekt. So. Wie komme ich jetzt da rauf? Muss ich Treppen bauen. So. So. Ist das etwa die Höhe vom Wasser? Noch eins rauf? Was meint ihr? Ja, komm. Aha, da läuft's.
Dementsprechend. So. Gut, da sind wir dementsprechend aber auch schon gewesen. Da ist einfach nie jetzt irgendwie... Oh. Oh. Und da? Da rein sind wir jetzt. Gar nicht schlecht. Da können sie natürlich schon irgendetwas umeinander haben. Gut, ich denke, ich nehme das mal weg. Weil meistens gibt es da irgendwie so einen Weg irgendwo. Das wäre jetzt vielversprechend gewesen. Warte, nicht das habe ich wählen, sondern Jot habe ich wählen. Also. Da ist ein Enderman. Ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, da. Ich glaube, da heißt es noch mehr umeinander als nur das bisschen weniger, wo wir sehen. Okay. Ja, gehen wir mal runter. Dann gehen wir halt an deinen runter. Wir sind flexibel. Warte mal. Passt mir irgendwie von der Stimmung nicht so. Bedrock. Das sind wir ganz drinnen, hä? Sind wir zu 100 Stunden? Ah, wurde spannend. Nicht? Ich find's. Was treffen wir echt da? So ein paar Diamanten wäre schon noch geil jetzt. So. Würde ich begrüßen, meine Damen und Herren. So, was haben wir denn da? Wieder alles voll, oder was? So. Das kann jetzt auch nicht sein, oder? Wir haben wirklich alles voll. So. Ah, das ist nicht das Gleiche, hä? Gut, das kann man dann da sonst noch irgendetwas... Silberschwert, alright. Ist auch nicht schlecht, oder? Kann auch nicht wieder behaupten, dass er eins hat. Genau. Torches, polten wir noch da. Dann müssen wir halt jetzt mal schauen, dass wir da raus können. Dann schauen wir so mal rein. Aha, was haben wir da? Das Seed Cobblestone kann man wegtun. Und das Seed Cobblestone kann man wegtun. Dirt Hammer für den Notfall. Ja. So. Gut, dann haben wir da aber noch. So, gemütlich. Dann tun wir da nochmal so schaufeln. Dann tun wir so schaufeln. Oh, Redstone, sehr spannend. Eben. Da denke ich doch um mich her.
So, dann... So. Was hat es da unten? Was ist das? Tazit und Salz hat es gegeben. So. Oh. Wasser habe ich vergessen. Kommen wir jetzt gerade in den Sinn. Boah, bin ich jetzt verschrocken. Hey, ich sage das. So, wie sieht es auf den Karten aus? Okay, das wäre das da rein. He? Da könnten wir dann wieder so ein bisschen... entweder schon bekannte Gefilde, oder ich weiß auch nicht. Aber dann müssen wir da ein bisschen aufbuddeln. He? Dass wir nicht direkt auf dem Lavaspiegel laufen. So. Redstone. Nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Da einen haben wir noch mehr. Ja, und jetzt wäre es natürlich fett, wenn wir so eine dicke Diamantenader finden. Würde ich also nicht nein sagen. Was haben wir denn da? Nichts. Oben dran sind sie. Noch nicht da. Ich bin wieder mal voll. Machen wir zuerst hier einen Rucksack. Was haben wir da? Irgendwie Petroleum oder irgendetwas, was wir nicht brauchen. Sandstein zum Beispiel. Genau. Dann, was haben wir da sonst noch? Tin Ore on the Side Cobblestone brauchen wir sicher nicht im Rucksack. Das auch nicht. So. Tazit, das wäre halt schon geil. Zinn, das ist gut. Da zieht Cobblestone, Silver Ore. Dann machen wir es so, dass wir wieder hierher stehen und da zieht Cobblestone. Und da zieht. Da zieht. Ja, musst du dich gerade konzentrieren, ich sag das. So. Also. Machen wir wieder so eine her. Mhm. Nehmen wir alles mit. Ich hätte gerne noch Diamanten. Bitte. Aber ja, wer weiß, ob der folgt. Siehst du, jetzt kommen sie wieder. Ich höre sie oben irgendwo rumstageln.
Wo sind die? Da vorne gerade vor mir. Gar nicht rein. Das wäre geil. Das dich. Ja, ja, kommen. Mit links. So, haben wir alle. Sehr gut. Jetzt kommt schon das nächste, oder was? Also das wäre wirklich potenzielles Diamantengebiet da. Eins aufs Dach bekommen. Nein, falsch. Nehmen wir da oben eins mit. So. Da eine ist jetzt Steinboden, das ist sehr gut. Diamanten. Sehr geil. Komm, gib mir sie. 4. Was rühren wir da raus? Natürlich das da. Das habe ich wollen, Diamanten. Sehr cool. Das Geräusch von dem Viech geht mir auf die Nerven. Aber ich mache jetzt nichts dagegen. Einfach so. Vielleicht finden wir noch mehr. Lapis, oder was ist das? Sehr wahrscheinlich, ja. Warte mal. Für Lapis tun wir natürlich auch Sand weg. Und das ist cool. Also hat sich sicher ausgelohnt. Hat sich sicher rendiert heute der Ausflug. Wollte ich einfach sagen. Gut. Und die Schleimbälle sind irgendwo rumhüpfen. Bin ich da in Gefahr? Nein, ich glaube nicht. He? Gut, nehmen wir alles mit.
Anthrazit, das sieht aber fast aus wie Diamant. Ich sag das, hey, ich habe schon ein paar Mal gemeint. Zeig mal auf Karte. Okay, das ist so ein Kreislauf. He? Wenn ich jetzt da einmal so halb rumgehe, dann müsste da das Leine sein. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Gut, da sind wir runtergekommen. Das würde bedeuten, da kämen wir auch wieder raus. Will ich jetzt aber im Augenblick noch nicht, weil ich würde eher lieber gerne wieder zurück. Weil es ist ja wirklich schon sehr interessant. Wir haben ja schon ein paar Diamanten gefunden. Wartet mal, da sind wir falsch abgebogen. Nein. Lösche bitte, lösche. Nein, bitte nicht verbrennen. Boah, krass. Fast. Gut. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Dann können wir das vielleicht so machen. Ah, ich bin aufgeregt. Sag's euch. So, aber ich glaube jetzt von der Höhe sind wir nicht schlecht dran jetzt. Kupfer. Ich hätte gerne ein paar Diamanten. Nur ein paar. No. Sieht es auch, hä? Okay. Schau mal, was da alles rumliegt, hey. Heftig, oder? So. Komm, kein Platz mehr wieder. So. So. Immer vorsichtig sein. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt tun wir hier noch ein bisschen rumbuddeln. Danach mache ich mal mich auf den Heimweg Richtung Haus. Weil heute kann ich leider nicht wirklich noch viel, viel länger. Aber kommt gut. So.
Haben wir noch kurz schauen, ob wir da irgendwo noch etwas findet. Was nach Diamant aussieht. Aber Jelorit, das ist eben auch nicht schlecht eigentlich. Das ist Energie, aus dem macht man Plutonium. Und jetzt ist es aber so. Jetzt bin ich voll. Und somit bin ich heim. So, warte mal. So. Und mit meiner geilen Schiele kann man das eben machen. Wow. Können wir noch den Ausgang finden? Also, wo sind wir denn da? Zack, zack, zack. Nein! Auf einmal sind die Schuhe leer, musst du schauen. Krass. Was haben wir da draußen? Ah, ein Troll. Nett. Also. Yes. Habe ich einen heiß gemacht. Also, lass mich mal überlegen. Boah, Leute, was ist da wieder los? Ich muss irgendwie da rüber. So bin ich rein, so gehe ich raus. Sind wir da unten? Creeper, ja nur. Da habe ich jetzt natürlich alles verbuddelt, ich Doppel. So, da geht es einfach rein. Da auch, da nicht. Da müsste es rausgehen. Ja, ja, darf explodieren von mir aus, das ist okay. So. Dort oben sind wir auch schon gewesen. Können wir mal so schauen, ob das klappt. Ah, komm hier rauf. Nein, ich komme genau nicht rauf.
Aber... Fast. Boah, Leute, ey. Was machen wir denn wieder für Sachen? So. Da so. Dann. Krass. Also. So. Ja, mit dem Hamburger bringt das viel. So. Ich habe keine Ahnung mehr, hey. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo durch. Da hinten bin ich noch gar nicht gesehen, oder was? Mal auch. Ah, schau da eine Note. Ah, cool. Zertes Quartz wäre da gewesen. So, gehen wir da rauf. Komm. So, jetzt müssen wir ganz kurz eins weiter. So. Sehr cool. Da komme ich her. Das wäre dementsprechend in die Richtung. Da geht es ja nicht weiter da hinten, oder? Noch mehr Zertus Quartz. So. Da hätten wir auch noch mal her müssen in dem Fall, ha? Oder werden wir noch mal her müssen? Gut, da ist nichts. Also nichts, kannst du auch nicht sagen. Aber nicht das, was wir jetzt gerade wollen. Sind wir da irgendwo oben runtergekommen? Das könnte natürlich schon sein. So, so, so. Sind wir wieder da. Rechts würde ja bedeuten eigentlich aus der Höhle raus. Gut. Das sieht gut aus. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Da war auch nichts. So, what? Oh,
Sehr gut. Warte. So, schnell weg da. So, und da eine. Ich komme nicht mehr raus. Krass, also ich bin da und ich muss irgendwie da rauf. Also ich muss da zurück. Nein. Also in die Richtung da. Das war echt da gewesen. Okay. Und warum kenne ich jetzt das nicht? Weil es wieder auf einem anderen Stock ist. Aber dort hinten? So, da rüber und dann da so führen, hä? Schön. Gut. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ach genau. Warte, und jetzt von da ist es doch irgendwie ganz einfach gewesen. Zwar muss ich einfach in die Richtung los. Ah, warte. Hä? Ah, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich schon zu weit. Das heisst. Das ist schon richtig sie da. Da der Durchgang, da müsste da irgendwann ein Durchgang sein, oder? Also Fackeln kann ich definitiv nicht mehr verlassen. Also das ist der grosse Dings, wo wir da ganz am Anfang mal gelöscht haben. Und dann ist doch das da hinten durchgegangen. Komme ich da wieder oben runter? Ich komme nicht raus.
krass. Dann fahrt er hinten oben. Ja, vielleicht haben wir es gefunden jetzt. Warte mal. Ah, yes. Krass. Bin ja so schön happy, kommen wir heim. Ich sag das doch. So, da sind andere Steinsorten. Jetzt gehen wir da scharf um eine Ecke. Ah. Ich weiß, wo wir sind. Wow, super. Schön, Frau. Somit ist noch ein Katzensprung bis heim. So, und dann würde ich mal behaupten, jetzt wo wir auch wieder sicher sind, gehen wir einmal schlafen, dass es safe ist und dann nachher tue ich mich verabschieden. Und tue den Rest vom Abend noch mit meiner Frau geniessen. Ätschi bätschi. So. Aber du siehst, wir haben doch schon wieder viel erlebt irgendwie in so einer Stunde zwei. Was war es? Stunde 22. Ja, ja, passt. Passt, 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 meine Damen und Herren. Gut. Warte mal. Zu weit rauf. So. Ja, und dann machen wir das übliche Prozedere. Hallo? Steht rauf und winkt. Mit dem Hamburger in der Hand. Ah, ist doch herrlich gewesen, oder? Von dem her, danke vielmals fürs Einschalten. Jetzt machen wir da noch ein bisschen Umstellung natürlich. Heute besonderer Dank an Jackie Place oder einfach an Jackie fürs Hosten von dem her. Und natürlich auch ebenso für Fastplay LP. Ich danke fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Machen und Tun. Ja, und ich sage jetzt gute Nacht, lass noch ein schönes Liedli laufen. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Und das machen wir nämlich genau so. Dann nehmen wir nämlich die Kamera weg. Und tun da mal das Lied einstellen. So. Oh nein, das ist doof. Machen wir das. Ciao.